Eigentlich ist alles eine ausgleichende Gerechtigkeit in diesen drei Verkehrsröhren, Zugs, Zwangshülsen des Beschleunigten, des Gehetzten immer weiter vorwärts Austauschs, bis am Ende die Tubes, die Hülsen selbst ersetzt werden. Die erste, die vertikale Hülse, die der Selbstreorganisation, die Hyperventilationsbeatmung hilft, immer Beruhigung herzustellen und die Rückmeldungsaufforderungen der mittleren und der unteren euch herunter einzubeziehen als selbst autochton autistisches, auch beschleunigtes, immer weiter machen müssen, nie aufhören können. Dann der Auszug, Hinauszug in die Wirklichkeitshülse, die nicht vertikal steht, sondern horizontal pumpt. Beziehungsweise nicht wie der Motor Kolben und Zylinder hin und her, sondern wie der Schnellzug in der Röhre nicht aufhören kann, stillzustehen. Und hier die ausgleichende Gerechtigkeit, wie in dem Traum es, die nicht aufhören kann, das Verkehrsorgan in dreifachem Sinne pulsierend immer weiter einzusetzen, nicht nur für das Fortkommen, sondern auch für die Entschädigung, für die Lustbelohnung, für die Mühen und die Arbeitsleistungen, so wie der Motor freudig brummt, weil er durchdreht und Arbeit und Leistung verrichtet und am Abend dann sein Geschenk oder Geschnick haben will. Also dieses vertikale, ausgleichende, immer nicht stillstehen könnende, beschleunigte, tubuläre Röhrensystem der Verkehrsflüsse, des Warenaustauschs, der Täuschtauschordnungen, der Machtspielchen, sprich des nicht aufhören könnenden Ringelreihens von Ansehen, Anspruch, Bedürfnissen, Begehrensinversionen. Und die dritte Hülse, die dann die beiden jeweils rechtwinklig durchschneidet und die des Parmenides ist, in dem dann die einzige ewige Bewegung, nämlich die des Stillstands des Parmenides, herrscht, im ewigen, bodenlosen, grundlos vertikalen Fallen dieser Schwarzlochspirale, dieser Helix, dieses Strudels. Denn bei der Reisegeschwindigkeit des Lichts steht Zeit still und gibt es keinen Raum mehr. Das ist dann die Ausgleichsröhre, zwischen die Röhre des Eigenkörpers und die Röhre des Hinausgeworfenwerdens in die Welt,
die Begehrensordnung, die Dreidimensionalität, den Tod einführt.